Asiatische Lebensmittel in deutschen Discountern. In deutschen Supermärkten haben asiatische Lebensmittel ihren Platz gefunden. In der Frischabteilung kann man sich Sushi nicht mehr wegdenken. In der Tiefkühlabteilung stapeln sich asiatische Fertiggerichte, angefangen von Frühlingsrolle bis zu Thai Curry bis zu Bami Goreng. Und heute testen wir, was die asiatischen Lebensmittel in deutschen Discountern taugen, ob sie schmecken und ob sie sich lohnen. Also wir haben hier Tofu, Paprika, Kürbis. Eigentlich sind Frühlingsrollen nicht so dick. Porridge schmeckt für mich immer sehr deutsch. Für mich ist das ist echt schlimm. Hallo Leute, hier ist Hazel und willkommen zu einem neuen Video, dem ersten Video im neuen Jahr. Also, falls ihr gerade jetzt frisch eingeschaltet habt, ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr. Viel Gesundheit, viel Glück und viel Erfolg. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich dieses Jahr auch wieder auf meinem Weg hier auf YouTube begleitet. Und zwar testen wir heute asiatische Lebensmittel aus Discountern. Ich habe ja schon zwei Videos dazu gemacht, aber bisher waren wir immer nur so bei Rewe, Edeka, bei den teuren Supermärkten. Ihr wisst Bescheid. Sollte euch die Videoidee jetzt schon gefallen, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, falls ihr das in 23 immer noch nicht getan habt. Und let's go! Diese asiatischen Delikatessen habe ich heute in den Discountern gefunden. Und dafür war ich heute bei Netto, Aldi und Lidl. Man hat so ein gewisses Schema entdeckt, was es auf jeden Fall immer gibt. Sushi, Frühlingsrollen, Fertiggerichte. Und ich bin schon so gespannt, weil ganz optisch sehen sie echt anspruchsvoll aus und bin jetzt super gespannt. Was mir direkt aufgefallen ist, ist, dass ganz am Anfang von den Discountern ist immer so eine frische Abteilung. Wahrscheinlich so für Leute, die halt ihr Mittagessen to go holen wollen. Und da war sehr viel Sushi. Bei Netto war allerdings heute gar nichts. Ich weiß nicht, ob es regulär was gibt. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich war hier bei Lidl und Lidl ist richtig bekannt für ihre veganen Sachen. Und dieses Sushi ist komplett vegan. Und hier haben wir vegetarische und Fischoptionen bei Aldi. Preislich liegt das alles bei 2,50, was schon sehr, sehr günstig ist. Es gab sogar eine Family Box, also so eine große Box für 6,50. Das ist schon sehr, sehr günstig. Wenn man so zu Rewe geht, da gibt es immer diese großen einzelnen Rollen und das startet schon ab 6 Euro. Also der Preisvergleich ist schon stark. Aber ja, hier ist es ja auch fertig verpackt. Bei Rewe ist es ja teilweise frisch gemacht worden. Deswegen, man muss selber entscheiden, wo man Abstriche macht. Und wir probieren das Ganze jetzt. Ich habe ja tatsächlich auch schon mal abgepacktes Supermarkt-Sushi gegessen, damals, als ich noch im Steuerbüro gearbeitet habe. Allerdings gab es bei uns keinen Discounter in der Nähe, sondern ein Hit. Und das war auch schon so relativ teuer. Hier gibt es noch eine Sojasoßentüte und eine Wasabi-Tüte. Ich werde mal nur zur Sojasauce greifen. Ich bin halt einfach kein Fan von Wasabi, egal wie gut das Wasabi ist. Es ist so eine Schärfe, die ich nicht vertragen kann. Es kommt alles direkt durch meine Nase durch. Das ist so weißer Rettich, glaube ich. Ich habe schon ein bisschen in die Zutatenliste geguckt. Also wir haben hier Tofu, Paprika, Kürbis und ich weiß nicht mehr, was das sein soll. Es steht alles hier drunter. Ich probiere das Ganze mal. Das ist echt schlimm. Reis war absolut nicht wiederzuerkennen. Also wenn ich das jetzt blind gegessen hätte, hätte ich auch nicht gesagt, dass das Reis ist. Es war eher so Pampe wirklich. Also ich habe auch schon mal den Fehler gemacht, um 24 Uhr nachts Sushi zu bestellen und hatte dort schon schlechten Reis. Aber das hier toppt wirklich alles. Es schmeckt noch ein bisschen so halbroh, aber dann wiederum auch matschig und pampig. Ich habe noch wirklich noch nie sowas gegessen. Liegt vielleicht auch teilweise daran, weil es halt sehr lange im Kühlschrank ist. Oh mein Gott, habt ihr schon mal so frischen Sushi gekauft und konntet es nicht aufessen? Habt es halt in den Kühlschrank gemacht und danach war der Reis irgendwie voll weird, so einfach steif und hart und trocken. Und ich glaube, das passiert. Ich habe auch in die Zutatenliste geguckt. In dem Reis selber ist auch Feuchthaltemittel drin. Steht da wirklich auf der Zutatenliste. Da muss man abwägen, ob man mehr Geld für frisches Sushi zahlt oder halt günstiger für dieses Sushi. Hier, ich glaube, das sind Pilze. Ja, es war ein bisschen besser, aber nur weil Shiitake mehr Geschmack abgegeben hat als dieser Kürbis. Viele bemängeln ja immer so, dass bei diesen abgepackten Sachen zu viel Reis ist und zu wenig Inhalt. Würde ich jetzt gar nicht mal bei diesen Maki hier sagen. Aber es ist wirklich der Reis, der wirklich schlecht ist.
Wir haben hier rote Paprika. Okay. Da war genau so ein Stück Paprika und der Rest ist Reis. Dann kommen wir zum letzten Piece. Also Sorte mit Tofu. Tofu ist auf jeden Fall mein Favorite. Gibt am meisten Geschmack ab. Das lenkt noch mal ein bisschen vom schlechten Reis ab. Der Sushi hier ist übrigens von der Marke Select and Go von der Firma Laschinger Seafood GmbH in Deutschland. Ja, und diese Firma Select and Go macht auch die ganzen frische Sachen bei Lidl. Unter anderem halt auch Salate und Nudelsalate. Also es ist nicht nur konzentriert auf asiatisches Essen. Jetzt kommen wir hier zu Aldi. Hier, das ist die Marke Snacktime von der Firma Natsu Foods GmbH in Neuss. Also hat immerhin einen leicht japanischen Namen, Natsu. Hier ist keine Sojasauce mit drin, aber das sieht sehr ordentlich angeordnet aus. Fliegt auch nicht rum, also hier ist schon sehr, sehr viel rumgeflogen. Und so ganz optisch sieht das auch gut befüllt aus, aber wenn ich mir den Reis angucke, sieht auch wieder ein bisschen aus wie Pampe. Aber wir werden es ja gleich sehen. Zum Glück habe ich Sojasauce zu Hause. Okay, wir können hier vergleichen auf jeden Fall die rote Paprika. Ich dachte, das von Lidl wäre schlecht, aber das ist nochmal schlechter. Was mich hier am meisten triggert, ist einfach, dass der Fischgeschmack von den Fischsachen schon über alles raufgegangen ist. Die Paprika hat gar keine Rolle mehr gespielt und keinen Geschmack abgegeben. Es hat einfach nur nach Fisch geschmeckt. Deswegen war ich schon so leicht erschrocken. Ich weiß nicht, wie die es geschafft haben, aber der Reis ist noch schlimmer als der Reis. Okay, Leute, wenn es wirklich Menschen da draußen gibt, denen das schmeckt, bitte probiert mal was anderes. Ihr werdet so überrascht sein. Wenn euch das schmeckt, dann schmeckt euch frisches Sushi richtig, richtig gut. Ich will doch einfach nur ein bisschen guten Reis. Das ist echt schlimm. Krass. Der Fisch schmeckt auch ein bisschen nach Paprika. Was? Ja. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen, weil das hier hat übelst nach Fisch geschmeckt, die Paprika. Das hat sich alles so voll vermischt irgendwie. Weil der Reis ist echt grottig. Aber im Ernst, Leute, wenn euch das schmecken sollte, geht mal zum nächsten Asiaten mit einem Sushi-Laden. So, ich habe mal die Webseite von Natsu Foods geöffnet und die machen tatsächlich einige frische Lebensmittel so. Sushi, Gyoza, Onigiri, Bowls, also auch sehr viele asiatische Produkte. Aber wenn ich das schon sehe, ich wette, das Onigiri kann auch nicht wirklich schmecken, wenn das Reis genau das gleiche ist. Discounter-Fertig-Sushi hat mich jetzt nicht überzeugt, werde ich in Zukunft nicht weiter probieren. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich sehe das halt immer überall und das ist auch das Erste, was man sieht, wenn man reinkommt. Und ich denke, da ist schon sehr, sehr viel Nachfrage, aber man könnte es verbessern. Als Nächstes haben wir hier Butter-Chicken-Style Indisch. Das finde ich ganz schön, dass hier auch mal das spezifische Land bezeichnet wird. Die Hauptmarke heißt trotzdem Asia Green Garden. Tatsächlich sogar vegan aus Sojaprotein. War ich sehr, sehr positiv überrascht und das sieht optisch hier halt einfach so lecker aus. Wirklich eines der Sachen, die ich so am meisten crave jetzt. Also der Reis besteht aus hauptsächlich Basmati-Reis, aber tatsächlich auch Jasmin-Reis gemischt. Und ein bisschen Wildreis. Das hier wird am besten in der Mikrowelle für 4 Minuten serviert. Die Folie muss ab. So, hier haben wir unser leckeres Mikrowellengericht. So, wir haben hier diese Sojaproteinstücke und Paprika, Zwiebeln. Sieht alles super frisch aus. Und ich bin echt gehypt, weil indisches Essen enttäuscht mich sehr, sehr selten. Weil es gibt so viele Geschmäcker. Endlich schmeckt etwas gut. Ich habe jetzt alles kombiniert gegessen und es war richtig, richtig lecker. Ich habe das Gefühl, wenn ich beim Inder wäre, wäre es noch mal ein bisschen intensiver von den ganzen Gewürzen, schärfer, alles. Aber es ist vollkommen okay, schmeckt gut. Reis war auch okay. Aber ich probiere das nochmal so separat. Ob, vielleicht hat ja die Soße mehr gerettet. Es ist okay, aber zusammen mit der Soße ist es noch mal viel, viel besser. Schon allein, wenn man ganz leicht raufdrückt, wird der Reis matschig, aber trotzdem genießbar.
erst durch wenigstens. Erst leicht feucht und matschig, aber erst durch. Das ist ein gutes Zeichen. Nichts toppt halt diese Seite einfach. Das schmeckt wirklich gut. Schön viele Protein-Filetstücke. Gemüse ist schön weich geworden, damit auch wirklich jeder Gemüse essen kann. Wenn ich neben einem Aldi arbeiten würde und Mittagshunger hätte, würde ich mir das kaufen. Und übrigens werden wir von dieser Marke Asia Green Garden im heutigen Video noch einiges sehen, weil ich glaube, das ist so quasi die Eigenmarke von Aldi. Und ja, ich glaube, wenn man sich ein bisschen mehr spezialisiert auf asiatische Produkte, ist man immer noch mal ein bisschen besser, als wenn man zu breit gefächert ist. Ich bin positiv überrascht, aber ich war auch schon sehr, sehr positiv gestimmt. Also jetzt beim richtigen Inder wäre es alles nochmal ein Ticken intensiver, aber es ist vollkommen okay. Dirk findet es auch gut. Kommen wir zum nächsten. Ich würde wahrscheinlich sagen, das ist auch schon so das Äquivalent dazu, ein bisschen anders. Und zwar haben wir hier von Lidl Vemondo vegane Sojawürfel süß-sauer. Also es ist ein anderes Gericht, aber auch hier ist wieder ein veganes Sojaprotein drin und auch Basmati-Reis mit Gemüse. Und hier steht Asia-Style, also es ist jetzt nicht spezifisch. Vemondo ist, glaube ich, die vegane Eigenmarke von Lidl. Und normalerweise finde ich es gar nicht so schlecht, habe schon viele Vemondo-Produkte getestet, zum Beispiel ihr veganes Ben & Jerry's Eis. Aber so, dass sie sich halt auf Asia-Style konzentrieren, ist eher zu selten. Ich glaube, das ist eher so ein Nebenprodukt. Die haben halt ganz viele vegane Produkte. Auch hier in der Mikrowelle 3 bis 4 Minuten, Folie mit der Gabel aber einstechen. Alles sehr, sehr heiß. Optisch spricht mich das gar nicht an. Bin kein Fan von süß-sauer. Ich glaube, in der vietnamesischen Küche kocht man gar nicht süß-sauer. Das ist, wenn, dann würde ich sagen, es ist vielleicht chinesisch. Oder auch halt einfach eine Erfindung für die westliche Population. Reis fühlt sich etwas trocken an, wenn man so reinpiekst. Ja, der Reis ist trocken, aber passt zu dieser sehr leichten Soße. Man sieht ja, dass sie sehr klar und sehr leicht ist. Saugt sich dann gut auf, passt zusammen. Ich habe noch keinen süß-sauer geschmeckt, ich habe nur süß geschmeckt. Jetzt kam das süß-sauer durch. Ich habe schon mal ab und zu süß-sauer probiert beim Vietnamesen. Und das ist schon sehr, sehr ähnlich, sehr vergleichbar. Das Sojaprotein finde ich auch sehr lecker. Das sind so einfach Sojawürfel. Man kennt die. Man kann die ja auch so getrocknet kaufen und dann zu Hause selber kochen. Schmecken gut, passen gut zusammen. Hier ist sehr viel Gemüse drin. Bambus, Paprika, Möhren. Ich finde, man kann das essen. Der Reis ist trocken, aber trotzdem ist er durch. Passt gut. Aber ich bin ganz ehrlich, so auf Dauer kann ich das irgendwie nicht runterschlucken, weil es ist so süß. Es ist wirklich sehr, sehr süß. Es ist mehr süß als sauer. Und auf Dauer hast du dann das Gefühl, dass du eher so ein Dessert gerade isst. Ja, in dieser ganzen Portion sind 88 Gramm Kohlenhydrate und davon 37 Gramm Zucker. Dann hast du den Tagesbedarf fertig und kannst nichts mehr essen. Wir kommen nun zu einer Kategorie, wovor ich wirklich Angst habe. Weil ich habe schon einige Sachen getestet. Und die haben in der Regel nie geschmeckt. Es sind Tiefkühl-Frühlingsrollen und diesmal wirklich das Battle der Discounter-Eigenmarken. Aldi, Lidl und Netto. Aber bevor wir uns diesem ultimativen Geschmackserlebnis widmen, möchte ich euch noch an ein richtig gutes Angebot erinnern. Und zwar das bisher beste Angebot von NordVPN. Ich glaube, mittlerweile kennt jeder meiner Zuschauer NordVPN. Also falls ihr dieses Jahr vorhabt zu verreisen oder allgemein sicher im Netz unterwegs zu sein oder ausländische Serien zu schauen, bevor sie im deutschsprachigen Raum veröffentlicht werden, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, ein NordVPN-Abo abzuschließen. Mit meinem Link, den ich euch hier einblende, sichert ihr euch 4 Bonusmonate auf das 2-Jahres-Abo plus einen Amazon-Gutschein im Wert von bis zu 30 Euro, je nach gewähltem Paket. Und ich zeige euch mal, was ich mit diesem Gutschein kaufen würde. Vielleicht hier so ein Matcha-Set, damit ich endlich meinen Matcha so dosieren kann, wie ich es mag. Oder diese super süßen, doppelwandigen Gläser, die nicht praktisch sind, aber sie sind super süß. Dieses Angebot gilt bis einschließlich 9. Januar. Verpasst es nicht. Und wir machen weiter mit diesen Frühlingsrollen. So, hier sind unsere 3 Frühlingsrollenarten.
Wir beginnen mit Netto. Und es war auch übrigens das einzige asiatische Produkt, was ich an dem Tag bei Netto gefunden habe. Sehr überrascht gewesen, dass das Angebot so klein war. Hier auf dem Bild sehen wir auch Süß-Sauersoße, also habe ich mir auch Süß-Sauersoße dazu gepackt. Ja, also der erste Bissen war gut, es war auf jeden Fall sehr schön knusprig. Was mir halt immer nicht gefällt bei Tiefkühl-Frühlingsrollen ist, dass die Füllung so matschig ist. Sie ist halt tiefgefroren und wird halt erwärmt und schmeckt halt immer sehr wässrig. Und was mir hier direkt auffällt, ist, dass die Gemüsefüllung gar nicht bunt ist. So wie auf diesen Bildern hier grün, orange, rot, hier ist irgendwie alles weiß. Beziehungsweise farblos geworden. An Gemüse ist hier drin Weißkohl, Mungobohnensprossen, Karotten, Porree, weiße Zwiebeln und rote Paprika. Okay, schon hauptsächlich farbloses Gemüse ist hier drin. Hier ist halt auch Porree drin und ich finde, Porree ist so ein Gemüse, was sehr stark schmeckt und auch so den ganzen Geschmack übernimmt. Porree schmeckt für mich immer sehr deutsch. Für mich ist Porree so Porree-Suppe. Irgendwie ist dieser Kohl- bzw. Porree-Geschmack sehr, sehr dominant in dieser Frühlingsrolle. Aber ich bin trotzdem positiv überrascht, dass es sehr, sehr knusprig ist. Das ist auf jeden Fall gut. Dann haben wir hier bei Lidl die Marke Culinea. Da habe ich am Tag nur die dicken Frühlingsrollen gefunden. Und ich glaube, die habe ich schon mal probiert in einem Video. Auf jeden Fall habe ich richtig Angst vor dieser Rolle, weil eigentlich sind Frühlingsrollen nicht so dick. Das würde meine Mutter so eine Faulenzer-Rolle nennen, weil man einfach zu faul war, kleine, happige Frühlingsrollen zu machen und stattdessen nur 4 dicke verkauft. Das ist auch wirklich dicker als normal, dicker als das Dickste, was es in der vietnamesischen Küche gibt. Und ich habe hier auch extra darauf geachtet, dass ich lange dieses Produkt in der Pfanne habe, weil da steht 15 Minuten Minimum, weil es ja sehr großes, tiefgekühltes Produkt ist. Okay, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll, aber ja, man kann sich denken, bei so einer großen Rolle ist halt auch viel Füllung drin und man kann auch richtig sehen, wie lose sie dort drin sitzt. War sehr, sehr überrascht von dem vielen Gemüse. Mungobohnensprossen, Weißkohl, Zwiebeln, Lauch, Karotten. Okay, hier ist wenigstens kein Porree drin. Ich muss einfach nochmal reinbeißen mit viel Süß-Sauersoße. Ist schon wahnsinnig viel Gemüse. Wirklich, wirklich viel. Und habe das Gefühl, wenn ich zum Beispiel Frühlingsrollen esse, dass ich das Gemüse sogar kaum rausschmecke, weil wir schneiden die Karotten zum Beispiel super, super fein, sodass sie quasi nur noch so am Hackfleisch ein Nebenprodukt sind, falls ihr wisst, was ich meine, so dass man das Gemüse gar nicht rausschmeckt. Deswegen finde ich es so weird, quasi in eine Gemüsetasche reinzubeißen. Das ist der richtige Begriff. Auch die Konsistenz vom Frühlingsrollenpapier ist auch sehr, sehr teigig. Steht auch, ist aus Weizenmehl gemacht. Wohingegen hier ja auch Weizenmehl, aber teilweise auch Reismehl benutzt worden ist. Und hier gar kein Reismehl. Also das konnte ich sogar tatsächlich rausschmecken, dass es so sehr weizig geschmeckt hat. Wie eine Apfeltasche, bloß mit Gemüse. Kommen wir zur letzten Frühlingsrolle von Aldi. Ich muss ehrlich sagen, die sieht auch optisch genauso aus wie die, die man in so einem Asia-Imbiss bekommt, wenn man 6 vegetarische Frühlingsrollen bestellt. Wenn ihr 6 vegetarische Frühlingsrollen bestellt im Imbiss, bekommt ihr immer Tiefkühlware. Vor allem, wenn es so aussieht. Mmh. Wow, also hier fällt mir die Füllung tatsächlich positiv auf. Sie ist nicht wässrig, aber der Teig ist auch sehr, sehr dick. Der Teig ist schon fast so dick wie ein Keks, weshalb ich gar nicht herausschmecken kann, dass das Gemüse wässrig ist, weil es sich gut ausgleicht, sage ich mal so. Reismehl steht vor Weizenmehl, was ja bedeutet, dass mehr Reismehl drin ist. Vom Gemüse her ist wieder ganz viel Weißkohl drin, Zwiebeln, Karotten, Porree, Bambussprossen, Frühlingszwiebeln und ganz, ganz zum Schluss Kurkuma. Deswegen ist die Füllung auch leicht gelblich. Oh mein Gott, hier sind, glaube ich, Glasnudeln drin. Ja, Glasnudeln kommen direkt nach Weizenmehl. Ich glaube, deswegen schmeckt es mir bis jetzt einfach am besten, weil da Glasnudeln drin sind. Aus diesen dreien ist das mein Favorit. Aldi, Asia Green Garden.
danach das hier und danach das hier. Also ich würde euch generell nicht empfehlen, große Frühlingsrollen zu essen. Als nächstes haben wir hier rotes Thai Curry von Aldi. Und das hat mich tatsächlich auch optisch angesprochen, weil da waren so halt die Nudeln und sehr, sehr viel Gemüse. Es ist sogar vegan. Bin ich mal gespannt, ob das dann auch authentisch schmeckt. Es handelt sich hierbei übrigens um ein Tiefkühlprodukt. So, das war jetzt 9 Minuten in der Mikrowelle. Und ich musste nicht mal den oberen Verschluss abmachen, weil da ist ein integriertes Dampfgarventil hier drin. Das riecht auf jeden Fall schon mal ganz gut. Zuckerschoten, Karotten, Maiskörbchen, Paprika. Mango. Okay, dann bin ich mal gespannt. Ja, das schmeckt gut. Immer generell, wenn etwas in viel Soße schwimmt, schmeckt es gut. Die Nudeln, finde ich, auch haben eine sehr, sehr angenehme Konsistenz. Sie sind weich geworden. Und ich glaube, hätte man jetzt zum Beispiel Reisbandnudeln genommen, wären die viel, viel weicher, weil die quellen sehr, sehr schnell auf. Also vielleicht war es auch eine gute Wahl mit den Nudeln. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin positiv überrascht und es kostet auch nur 2,50, also für so eine ganze Mittagsmahlzeit voll okay, voll günstig. Ich mag auch, dass ab und zu so ein Mangostück mit dabei ist und die Nudeln sind echt so ein Mittelding zwischen Reisbandnudeln und Tagliatelle. Irgendwie ist es super weich, deswegen sehr angenehm zu essen. Bei der Marke handelt es sich übrigens um Speisezeit, hergestellt von der Jutro Tiefkühlkost. Und ich glaube, man kennt Jutro, wenn man mal darauf achtet. Es gibt sehr viele Tiefkühlkostprodukte, sei es Tiefkühlobst, Tiefkühlgemüse, alle Sorten von Fertiggerichten, also nicht nur asiatische. Die gibt es bei Jutro. Und Jutro macht auch so Soßen. Wenn ihr mal so bei Rewe gewesen seid, in der Soßenabteilung, da ist super viel von Jutro. Aber bei Aldi selbst machen sie die Produkte, die Speisezeit heißen. Also ich habe bei Aldi halt ganz, ganz viele Tiefkühlprodukte gesehen, die dieses Logo haben. Hier fehlt natürlich noch so die ein oder andere Proteinquelle, sei es jetzt irgendwie Tofu oder halt auch Fleisch. Aber es kostet 2,50. Aber hier müsst ihr echt wissen, so ob ihr süßliche Sachen in euren deftigen Gerichten mit drin haben wollt, ne? Weil da ist halt wirklich Mango und ab und zu schmeckt es halt leicht süßlich. Und manche Menschen mögen das nicht, ähnlich wie Ananas auf Pizza. Aber ich mag beides, deswegen schmeckt es mir gut. Okay Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben und ich hoffe auch sehr, dass es euch geholfen hat. Mir persönlich auf jeden Fall, weil ich dann herausgefunden habe, dass es beim Discounter tatsächlich einige gute asiatische Produkte gibt, zu denen ich zurückgreifen kann, die auch günstig sind. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche asiatischen Produkte ihr im Supermarkt feiert. Dann teste ich sie das nächste Mal aus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, falls ihr es immer noch nicht gemacht habt. Bis dann!